Von Freitag bis Montag, 4 Tage lang, hat die Feuerpause zwischen Israel und der militant-islamistischen Hamas im Gazastreifen gehalten. Und jetzt sollen noch einmal 2 Tage dazukommen, sagt das vermittelnde Emirat Katar. Eine Feuerpause bis einschließlich Mittwoch also. Bisher sind die von Katar und Ägypten ausgehandelten Absprachen eingehalten worden. Der Austausch von israelischen Geiseln gegen palästinensische Gefängnisinsassen hat jeden Tag stattgefunden. Endlich in Freiheit. Unter den 17 Geiseln, die am Sonntag nach Hause zurückkehren konnten, waren viele Kinder. Auch die 4-jährige Abigail Eden. Sie musste mit ansehen, wie ihre Eltern von der Hamas ermordet wurden. An diesem Montag sollen 11 weitere Geiseln freikommen. Viele der Verschleppten stammen aus dem Kibbuz Be'eri. Er liegt ganz in der Nähe des Gazastreifens. Gemeinsam mit seinem israelischen Amtskollegen Herzog besuchte Deutschlands Bundespräsident Steinmeier als erstes ausländisches Staatsoberhaupt den Ort, an dem Terroristen der Hamas am 7. Oktober mehr als 130 Menschen ermordeten. Ich muss Ihnen gestehen, bei all dem, was wir eben gehört haben, versagt auch mir die Sprache, um Ihnen zu sagen, was im Detail an diesem Ort geschehen ist. Ganz in der Nähe besucht der Tech-Milliardär Elon Musk in Begleitung von Ministerpräsident Netanyahu ein weiteres Kibbuz. Er ist nach Israel gereist, um über die Nutzung seines Kommunikationssystems Starlink im Gazastreifen zu verhandeln. Musk ist in die Kritik geraten, weil auf seinem Netzwerk X, zuvor Twitter, seit Beginn des Gazakrieges antisemitische Inhalte zunehmen. Unterdessen gibt es neue Erkenntnisse zur Explosion des Al-Ali-Krankenhauses in Gaza, bei der im Oktober mehrere Menschen starben. Laut Human Rights Watch war eine fehlgezündete Rakete offenbar der Grund. Der Fall hatte zu heftigen Diskussionen in sozialen Netzwerken geführt. Viele Nutzer beschuldigten fälschlicherweise Israel. An diesem Montag endet offiziell die vereinbarte Feuerpause. Nach Angaben von Vermittler Katar wurde sie nun um 2 Tage verlängert. Unter Bedingungen. Ein Szenario, dass wir dafür jeden weiteren Tag 10 weitere Geiseln freibekommen, wäre ein Segen. Auch 51 Tage nachdem die Hamas mit ihrem Terror den Krieg entfesselt hat, dürften sich die meisten Menschen nach einer längeren Atempause sehnen. Nachfragen möchte ich jetzt bei der Journalistin Mareike Enghusen. Hallo. Wir erreichen Sie in Tel Aviv. Jetzt heißt es, 2 weitere Tage Feuerpause könnten kommen. Können Sie das aus israelischer Sicht bestätigen? Ja, die israelische Seite hat das inzwischen auch bestätigt. Die Hamas hat ja schon etwas früher gesagt, dass aus ihrer Sicht die Verlängerung gilt. Das heißt, wie genau könnte dann dieser weitere Deal aussehen? Also würden dieselben Bedingungen für den Austausch von Geiseln und Gefängnisinsassen gelten wie bisher? Genau, also die Formel gilt weiterhin, dass für eine israelische Geisel jeweils 3 palästinensische Häftlinge freikommen. Und es ist die Rede davon, dass an jedem der zusätzlichen Tage 10 Geiseln freikommen sollen, sprich dann 30 Häftlinge aus israelischen Gefängnissen. Außerdem soll die humanitäre Hilfe weiter ausgeweitet werden für den Gazastreifen, wie es ja auch Hilfsorganisationen schon lange fordern angesichts der schwierigen Bedingungen dort. Wenn das so kommt, dann wären immer noch bis zu 160 Geiseln in der Gewalt der Hamas-Terroristen. Was sagen die Hardliner dazu, die ja schon gegen eine erste Feuerpause sich positioniert hatten? Genau, also wenn es nach denen gegangen wäre, dann hätte es auch diese erste Kampfpause gar nicht gegeben. Deren Argument ist, dass jeder Tag, an dem nicht gekämpft wird, der Hamas hilft. Jeder Tag, an dem nicht gekämpft wird, die israelischen Soldaten im Gazastreifen stärker gefährdet und dass die Geiseln zwar wichtig sind, aber dass man die befreien sollte durch militärischen Druck oder womöglich durch eine militärische Befreiungsaktion und eben nicht durch einen Austausch. Aber es gibt zwar auch diese Hardliner in der Regierung, die haben ja auch im Kabinett dagegen gestimmt, aber das ist eine Minderheit. Insgesamt, sowohl in der Regierung als auch in der weiteren Bevölkerung hier in Israel, ist die Unterstützung für diesen Deal und vor allem natürlich für die Befreiung der Geiseln sehr, sehr groß. Man fiebert sehr mit den Angehörigen dieser Menschen, die da verschleppt wurden. Und was ist von Seiten der Hamas zu hören?
Die Hamas feiert natürlich die Befreiung der palästinensischen Häftlinge als Triumph. Die werden ja auch im Westjordanland die kehren ja in ihre Heimatdörfer und Heimatstädte zurück und werden dort unter großem Jubel der Straße empfangen. Und die Hamas hat natürlich auch ein Interesse daran, das jetzt darzustellen als einen Sieg, den sie errungen hat gegen den zionistischen Feind. Jetzt sind ja zurzeit die beiden hochrangigsten Politiker Deutschlands in Israel, der Bundespräsident und die Bundestagspräsidentin. Welche Signale senden und setzen die beiden? Beide haben nochmal sehr klar gemacht, dass Deutschland im Kampf gegen die Hamas an der Seite Israels steht. Und haben auch beide nochmal sehr stark betont, dass Israel natürlich ein Recht darauf hat, sich gegen Terror zu verteidigen. Der Bundespräsident hat auch gesagt, dass man natürlich das humanitäre Völkerrecht beachten müsse. Das kann man verstehen als zumindest leise Kritik am Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen. Aber insgesamt würde ich sagen, hat dieses Signal der Solidarität schon sehr stark im Vordergrund gestanden. Wir haben eben auch gesehen, dass der Bundespräsident das Kibbutz Be'eri besucht hat. Auch die Bundesvertragspräsidentin hat eines der Angriffe in Kibbutzim besucht. Und das verstärkt nochmal dieses Signal, dass man eben in dieser Stunde, in dieser schwierigen Stunde an der Seite Israels steht und auch mitleidet mit den Menschen hier in Israel. Ich danke Ihnen für Ihre Einschätzung, Marike Enghusen. Danke nach Tel Aviv.